This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Unter einem der letzten Videos hat jemand kommentiert, warum macht man das Ganze überhaupt? Warum verzichtet man auf so viel? Warum verzichtet man auf Fleisch? Warum verzichtet man auf dies und jenes? Und ich kann die Frage gut verstehen. Und als ich an dem Punkt früher war, da dachte ich so, warum solche Dinge machen? Warum auf so viel verzichten? Ich kann das echt gut nachvollziehen. Und umso mehr ich den Weg gegangen bin, umso mehr hat sich aber so viel verändert. Ich wollte euch in dem Video auch mal drei Dinge erzählen, die ich für mir vor 10 Jahren nicht hätte träumen lassen können. Zum einen mal, dass ich so über Sex denken würde, dass meine Sexualität sich so verändern würde. Ich dachte immer, oh, jeder Mann will ständig und alles hat sich um Sex gedreht. Dann der zweite Punkt ist Essen. Dass ich mich so ernähre jetzt. So hätte mir das jemand vor 5 bis 10 Jahren erzählt, hey, du isst nur noch Früchte. So. Hätte ich nie geglaubt. Ich habe als Vegetarier immer gesagt, nee, vegan werde ich nicht. Nee, Spaß. Und dann bin ich es doch geworden. Und dann ging der Weg weiter. Dann hat sich das Bewusstsein wieder verändert. Und der dritte Punkt, ich hätte nie gedacht, dass ich einfach mal kein Gras rauchen würde mehr. Ja, das sind die drei Punkte. Oder kein Alkohol mehr trinken würde. Sex, Ernährung, Drogen. So. Drei Themen der Menschheit. Die alles so bewegen. Und die hätte ich nie gedacht, dass die sich mal so verhalten würden bei mir. Und ich damit glücklich wäre, dass das kein Verzicht wäre. Und das wollte ich euch am Ende im Video erzählen, dass das keinerlei Verzicht ist. So. Ich habe einfach gemerkt, ich wollte keine tierischen Produkte mehr essen. Das konnte ich einfach nicht mehr zu mir nehmen, weil ich dieses Leid bei dem Tier nicht mehr verursachen wollte. Und dann hat sich mein Bewusstsein aber verändert. Und ich habe gemerkt, was das gesundheitlich mit mir gemacht hat, wie ich mich besser, glücklicher gefühlt habe. Und dann habe ich deswegen immer gesünder gegessen, habe neue Sachen entdeckt. Ich war immer darauf fokussiert, was es Neues, Tolles zu entdecken gibt. Ich habe früher immer nur das Gleiche gegessen als Fleischesser. Also immer nur eine Bratwurst, Schnitzel, immer das Gleiche so als Kind. Und dann, als ich angefangen habe, dann auch zu kochen, als ich mich vegan ernährt habe, dann habe ich gemerkt, so was gibt's. Ich habe eine ganz neue Welt entdeckt, ich habe Aufstriche entdeckt. Erst dachte ich so, oh, vegan, was schmierst du noch auf dein Brot? Das, für mich ging so eine neue Welt auf, als ich bemerkt habe, es gibt Aufstriche. Erst dachte ich so, Käse fällt jetzt auch weg, was kommt denn da noch? Erst habe ich nur Marmelade auf mein Brot geschmiert. Und dann habe ich entdeckt, so, ey, es gibt tausende von Aufstrichen, ja. Einfach nur mal in jedem Laden mittlerweile, was weiß ich, Senf, Dill, Tomatenaufstriche, Avocado, egal was, da gibt es ja, die abgefahrensten Geschmäcker, Curry, Chili, ja, die tollsten Dinge. Auf jeden Fall war ich dann immer fokussiert auf dieses Neue, was ich da entdeckt habe, irgendwelche Rohkostnaschereien dann, als ich in die Rohkost eingestiegen bin, und es ist keinerlei Verzicht. Wenn, das verstehe ich total, wenn jemand an dem Punkt ist, noch an diesen Sachen festhängt am Anfang, dann denkt er vielleicht, oh, da hat er so Angst vor, ne? Da ist so eine gewisse Zurückhaltung, so, oh, ich will doch gar nicht das loslassen, ich will doch gar nicht auf meinen Kuchen verzichten und so. Musst du gar nicht, musst du gar nicht. Es gibt Rohkostkuchen. Das ist die gute Nachricht. Wenn man sich dann auf diese ganzen tollen Geschmäcker, auf diese ganzen neuen Sachen fokussiert. Und selbst als ich dann nur noch Früchte gegessen habe, habe ich gemerkt, oh, was für eine Welt sich da auftut. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Früchte. Es gibt Durian, die schmeckt einfach wie ein Vanillepudding. Es gibt
Fettfrüchte, andere, es gibt Kokosfleisch, es gibt Wassermelone, Papaya und es gibt tausend verschiedene Geschmäcker allein bei Früchten. Müsste man in die Tropen fahren oder auch hier die Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, egal was. Johannisbeeren, es gibt so viel leckere Dinge. Und es ist kein Verzicht. Wenn es ein Verzicht wäre, so wie ich jetzt lebe, dann wäre das niemals umsetzbar auf Dauer. Es ist kein Verzicht. Ich bin da noch immer, umso reiner der Körper wird, umso sauberer der Körper wird, umso mehr merkt man, wie einem diese Dinge nicht mehr gut tun. Ich habe dann auch wieder irgendwelche gemischten Gourmet-Rohkostsachen gegessen. Ich habe dann auch wieder anfangs mal was Gekochtes probiert oder habe anfangs irgendwelche Dichterinnen, irgendwelche Fehlkombinationen und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, das tut mir einfach nicht mehr gut. Ich habe das dann gegessen, das habe ich 2-3 Mal gemacht. Und dann ging es mir jedes Mal beschissen. Und dann beim 4. Mal macht man es nicht mehr. Und dann ist es kein Verzicht. Du merkst dann jedes Mal, wenn du sowas isst, wenn du sowas zu dir nimmst, oh, es fühlt sich nicht mehr gut an. Und ich hätte nie gedacht, dass ich von Früchten so befriedigt sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich und so high sein kann ohne Gras. Ich hätte nie gedacht, dass diese Zustände einfach von innen rauskommen. Und wenn man das merkt, dass diese glücklichen Zustände von innen rauskommen, auch dieses Sättigungsgefühl, befriedigt zu sein. Ich meine, wenn du gerade einen Sauerbraten verdrückt hast, so, da bist du einfach satt. Da isst du nicht noch ein, da bist du so voll, randvoll. Und wenn du dich jeden Moment so randvoll fühlst, wie du dich jetzt fühlst, wenn du gerade vielleicht einen Sauerbraten reingestopft hast und eine ganze Schweinshaxe so, dann ist das der Punkt, wie ich mich immer fühle. So, da ist kein Verzicht so. Dieser Verzicht funktioniert nicht. Verzicht ist Schmarrn. Verzicht klappt nicht. Es ist kein Verzicht. Es ist ein Weg, den man dann, der sich so entwickelt und den man dann gerne geht. Und weil man merkt, diese Dinge tun einem nicht mehr gut und man ist auch so glücklich. Das ist es. Man ist auch so in diesen Zuständen, die kommt von innen raus. Und wenn was von innen raus entsteht, dann ist es immer positiv und es ist lebensfördernd so. Wenn was aber von außen heraus verändert werden soll, du kannst die Welt nicht im Äußeren verändern. Es ist nur ein Spiegel so. Das geht nicht gut. Du musst dich verändern und das Äußere verändert sich automatisch. Es ist wie ein Ei. Wenn ein Ei von innen zerbricht, von innen heraus, wenn du von innen heraus diese Zustände erzeugst, dann entsteht Leben. Wenn ein Ei von innen heraus zerbricht, dann kommt ein Küken raus und es steht neues Leben. Wenn ein Ei von außen kaputtgeschlagen wird, zerbricht, dann stirbt Leben, dann geht Leben kaputt. Und so ist es auch mit diesem Ding. Und wenn du das wieder lernst, so diese Zustände von innen heraus zu erzeugen, dann, ja, dann geht es einem wieder wirklich gut so. Und es ist keinerlei Verzicht so. Und ich verstehe das, wenn manche Leute meinen oder denken am Anfang vielleicht, oh, so könnte ich nie leben, auf so viel verzichten, um dann vielleicht ein paar Jahre länger zu leben und dann ein bisschen gesünder zu sein. Nein, es geht darum, wie du lebst und wie du dich jetzt fühlst. Das länger Leben, das wird dabei zu nehmen sein. Anfangs habe ich auch immer an sowas mich festgehalten und irgendwie geschaut, so wie alt ist denn der eigentlich geworden, so wenn der so gesund gelebt hat. Und irgendwann habe ich festgestellt, so jetzt schaue ich da nicht mehr drauf. Ich merke, wie ich mich jetzt fühle und will es nicht missen für keine Sache der Welt. So, ich bin so froh, dass ich diesen Weg immer weitergegangen bin. Und ihr werdet merken, so diese Gelüste und diese alten Dinge, wo man festgehalten hat, wo man noch nicht loslassen kann, wo man meint, es wäre ein Verzicht, das verändert sich später. Klammert euch da nicht fest, bleibt im Fluss, dass die Dinge kommen und gehen. Ja. Vielleicht habt ihr, ich hätte nie gedacht so selbst, dass ich mal so leben würde wie jetzt so. Auf dem Boden schlafen, in Askese, kein Fleisch essen, nur Früchte, nichts Gekochtes. Und es fühlt sich
nicht an wie ein Verzicht. Es ist kein Verzicht. Wenn es ein Verzicht wäre, dann wäre es nicht durchführbar. Es ist einfach ein Prozess, der sich so entwickelt. Und glaub mir, wenn ihr über Jahre diesen Weg geht und den Körper innerlich reinigt, dann werdet ihr merken, dass das einfach das die göttlichste Erfahrung ist, die man machen kann. Es ist eine wunderschöne Frage. Und deswegen mache ich das so. Ich hätte mir das nie vorstellen können, wenn man wirklich nur auf diese äußeren Dinge achtet. So. Aber dabei geht es halt wirklich nur ums Innere, was man dabei fühlt, wie man sich jetzt fühlt. Und ich fühle mich so erfüllt und gut. Und ich möchte es natürlich teilen, damit andere Leute das auch erfahren können. Weil ich früher auch mal so diese Probleme hatte. Ein paar Wehwehchen, so hier, da trockene Haut, eine Brille und all solche Sachen. Und es verschwindet alles. Ja. Das war's soweit. Ich wünsche euch alles Gute und ich wünsche euch, dass ihr das einfach unbefangen annehmen könnt. Einfach drüber nachdenken. Muss nicht jeder machen so. Das ist einfach nur das, was ich erfahren habe. Und ich kann euch nur sagen, ich hätte es auch nie geglaubt. Aber jetzt ist es so. Ich hätte nie vor 10 Jahren gedacht, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich gerade bin. Und jetzt bin ich super glücklich darüber. Vor 10 Jahren hätte ich gedacht, wenn ich so leben würde, dann springe ich eine Klippe runter. So. Aber nee, ganz im Gegenteil. Macht's gut, Leute. Ciao.